Ja, ist das allererste Mal für uns im Zirkus und dementsprechend hebelig sind wir auch. Moin. Hallo. Ach, guck mal. Ich finde, du siehst direkt cool aus. Du rauchst auch nicht, weil es dir schmeckt oder weil du es brauchst, sondern weil es einfach gut aussieht. Grüß mich, es geht nicht um deine Kamera. Bist du doof oder was? Was bist du? Kamera. Hallo. Ich wollte dir einfach das Bild kaputt machen. Ja, danke schön. Ja, klar kannst du eine Lack haben. Okay. Obacht! Hier lauert Gefahr. Wir sind hier im Circus Probst in Gelsenkirchen und spielen ein Konzert unter erschwerten Bedingungen, wie so oft dieses Jahr. Und ja, wir sind gerade am Aufbauen. Die Stimmung ist mäßig, wie immer. Ich hasse Stative. Stative ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, also die Stimmung ist meistens bei so Einzelgigs immer so ein bisschen krümmelig, weil man eben weiß, man fährt wieder nach Hause. Die Leute sind nicht so alkoholisiert, also nicht so entspannt. Hier. Er arbeitet zum Beispiel, würde er sonst nie machen, wenn wir nach Hause fahren würden. Und ansonsten, ja, wir drehen ein kleines Musikvideo vorher. Und das macht natürlich auch das Zeitmanagement heute ein bisschen knapper. Deshalb habe ich mir schon mal vorher einen milchigen Kaffee besorgt. Und ja, jetzt bauen wir auf. Wird gut, ist Zirkus hier. So, wie sieht's aus mit Soundcheck? So, ich war fleißig unterwegs und habe da was für dich gemacht und ich wünsche dir Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag. Ja, vielen Dank. Du weißt schon, was es ist, oder was? Ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Warum? Oh, ja. Oh, sehr geil. Mega cool. Sehr geil. Mega cool. Komm her. Das mit Backpfeifen machen. Nee, nein. Doch. Come on board. There's nothing back. Come on board. So, die letzten Arbeiten sind erledigt. Es ist geputzt und gewienert. Wir sind fertig für unsere erste Show im Zirkus. Und ehrlich gesagt, es fühlt sich natürlich trotzdem ein bisschen komisch an, weil die Leute müssen eine Maske am Platz aufhaben und ja, sie dürfen aber stehen und das hat sich in der Vergangenheit eigentlich als Dealbreaker bewiesen. Also die Leute, wenn sie stehen, dann haben sie auch Spaß. Wir trinken uns noch ein bisschen warm und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich einfach wieder Musik zu machen. Von daher Cheerio und bis bald. Das war super. Also ich habe mich gefühlt hier wie in so einem Nest.
weil drumherum die ganzen Leute saßen und man war irgendwie in so einer kuscheligen Atmosphäre und so nah dran am Publikum. Das war richtig schön. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, da kommen jetzt mit Elan aus, immer aus dem Rücken! Ja, also an sich war es ein erfolgreicher Gig. Fand ich schön. Hallo Mama und Papa. Ich habe im Zirkus gespielt. Das war sehr schön. Draußen habe ich ein Kamel gesehen. Das war auch sehr schön. Ich hatte auch ganz viel Spaß. Nur der Teppich, der ist versaut. Da hatte ich nicht so viel Spaß. Ansonsten war es ein sehr schöner Tag. Und ich freue mich schon, wenn ich morgen wieder in die Schule darf. Und was ist weiß und steht hinterm Baum? Eine schüchterne Milch. Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Daumen. Conor lacht übrigens immer bei solchen Witzen, macht er immer. Sag ihm noch einen so einen Witz. Was ist grün und fällt vom Baum? Und diese anderen Koffer. Ein Billardtisch. Vielen Dank an Circus Probst, an Kulttempel. Ja, hat mega viel Spaß gemacht. Danke.